Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo der Phil her. Herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil. Könnt ihr das hören? Das passiert manchmal, wenn die Pflanze so blöd ist, ja, soll mir noch mal einer sagen, so eine Pflanze hat Verstand, ja. Wenn die Pflanze so blöd ist und straight in einen Ventilator reinwächst. Gott sei Dank, jetzt sind die Ventilatoren gerade ausgegangen. So, ich mach das Zelt euch, ich verschaffe euch eine Übersicht. Es gibt eine kleine Notsituation. Völlig drüber ausgedrückt, nein, Quatsch. So schlimm ist es dann auch nicht. Aber wie man vielleicht schon in dem Thumbnail oder in dem Titel eben erahnen konnte, wir haben einen kleinen Schluck auf bei den Pflanzen vom Zelt. Aber ich werde euch das jetzt detailliert natürlich zeigen. So, zack. So. Achso, übrigens, einmal kurz vorab, Leute, die Bonsanto-Reflektionsfolie überrascht mich krass. Die hält sehr, 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 sehr gut. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie in Frage gestellt hätte oder so. Also klar, an den Innenwänden vom Zelt gar kein Problem. Aber gerade hier an der Tür, selbst da hält es eigentlich, oder war das eigentlich, die hält voll gut. Hätte ich nicht gedacht, gerade an der Tür, weißt du, weil ihr die ja immer so hin und her wickelt. Ihr seht jetzt gerade gar nichts. Deshalb verschaffe ich euch erstmal kurz einen Überblick. Keine Speicherkarte, ja, die sollte man natürlich eingelegt haben. So, the picture should come in. Also, ich zeige euch erstmal hier die obere Etage. Also, die hintere Pflanze ist die Pflanze, die mir definitiv am besten gefällt und wo die wir gleich eben auch als Relation nehmen werden, weil mit den anderen Pflanzen stimmt was nicht. Aber da gehen wir gleich drauf ein und das ist natürlich wie immer alles halt so schlimm, Leute. So, dann zeige ich euch mal die vordere Pflanze und hier ist schon das ein kleines Problemchen erkennbar, wobei sich das Problemchen hier oben ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen selbst gelöst hat, so wie ich das hier sehe. Aber, was ihr seht, wir haben hier ganz, ganz viele und da sieht man eben auch das Produkt von dem LST, was wir durchgezogen haben. Man sieht hier ganz, ganz viele einzelne Triebe, die jetzt halt alle sich Richtung Sonne, also Richtung Lampenlicht strecken, was sehr, 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 sehr schön ist. Ja, warte mal, ich zeige euch erst die untere Pflanze, da wird das Problem nämlich noch ein bisschen deutlicher. Und zwar hier haben wir so untere Pflanze. Ich komme mal hier von dem Winkel. So, und auch hier sieht man sehr, sehr schön die Spuren von dem LST, was wir gemacht haben. Trotzdem seht ihr, gerade im Vergleich, achtet mal hier, wie gesagt, auf die hintere Pflanze. Da kann man sehr, sehr gut hier sich an dem Haupttrieb hier orientieren. Ihr seht hier sehr, sehr schöne Blätter. Ne, die sind sehr gesund, überhaupt die Pflanzen sind alle ziemlich gesund grün und das ist auch das Hauptindiz dafür, warum ich mir bei dem kleinen Problemchen, weil ich jetzt gleich nochmal ansprechen werde, nicht allzu viele Sorgen mache. Wenn ihr das jetzt mal mit der Pflanze vergleicht, ja, denkt dran, die beiden Pflanzen, das sind die gleichen, ne? Also das sind komplett die gleichen, 100% gleiche Samen, alles gleich. Ihr seht halt hier viel, viel magere Blätter dran, wenn ich jetzt mal das Ding hier zu fokussieren kriege, ja, das ist scheiße, warte mal, hier. Ihr seht hier so ganz dünne Blättchen auch dran, ganz dünn gewachsen, teilweise auch traurig, die hängen ein bisschen durch und normalerweise, oder beziehungsweise wenn wir das jetzt nochmal hier optisch mit der hinteren vergleichen, guckt euch mal die Blätter an und dann guckt euch mal die Blätter an, die hier so an der Pflanze sind. Ne, das ist schon ein krasser Unterschied und normalerweise gerade bei hängenden Blättern würde man natürlich jetzt sofort sagen, ey, weißt du was, die sind trocken, die brauchen Wasser. Jetzt kommen wir aber Gegenargument, die werden, also alle drei Pflanzen in diesem Zelt werden immer zum gleichen Zeitpunkt und eigentlich auch mit der gleichen Menge gegossen, außer die untere, weil da ist natürlich ein größerer Topf, die brauchen, die kriegt ein bisschen mehr Wasser. Aber ansonsten, die oberen werden komplett parallel gleich gegossen und trotzdem sieht die hintere besser aus, ne? Gerade von den Blättern her, die Blätter sind stramm. Die Blätter sind stabil und wie gesagt, dann vergleicht das nochmal mit den Blättern, die hier vorne sind. Das sind alles so kleine hängende Blättchen. Also, dass wir hier eine Unterwässerung haben, kann eigentlich gar nicht sein. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Thematik mit einer Überbewässerung. Weil bei einer Überbewässerung sehen die Pflanzen eigentlich genau gleich aus wie bei einer Unterbewässerung. Die sind traurig, die sind so ein bisschen schlaff, die Blätter kommen nicht so richtig, weißt du, die sind nicht so schön stramm, wie beispielsweise bei der Pflanze hier hinten. Deshalb gehen wir hier und heute davon aus, dass ich die vor kurzem einmal überbewässert habe. Also, dass die einmal zu viel Wasser bekommen haben. Es ist nach wie vor ein Mysterium und ich habe schon mit Bonsanto darüber gesprochen. Es ist nach wie vor ein Mysterium, warum das jetzt
die Pflanze hier hinten nicht betrifft, sondern eben nur die anderen beiden. Aber Leute, und vor allen Dingen deswegen machen wir das hier jetzt mal in einem Video, um einfach auch den Druck von vielleicht euren Schultern zu nehmen oder so. Das ist alles nur halb so schlimm, Leute. Ja? Wie gesagt, wir gehen hier von einer Überbewässerung aus und das heißt, bedeutet jetzt einfach für mich, wir lassen jetzt einfach mal die Pflanzen ein paar Tage wirklich komplett austrocknen. Also ich gehe hier nicht davon aus, dass wir hier vor eine unmögliche Aufgabe sowieso nicht gestellt werden, Leute. Ja. Nur es ist ja halt wirklich so, dass viele Grower dann, also sowas wird halt immer sehr, sehr kritisch runtergeredet, gerade im Internet, wo die Leute sowieso die größten Drogenbarone sind und dann hauen sie rein, du hast alles falsch gemacht, du Vollversager, ey, Junge, alles kaputt. Wer das nicht kennt, der guckt bitte jetzt gleich in den Kommentaren, da wird bestimmt der ein oder andere Kommentar so dabei sein. Aber im Endeffekt und genau deswegen ist das wichtig, dass so ein Vollspack wie ich so ein Grow macht, weil ich euch dann einfach umso besser zeigen kann, ey Alter, das ist alles nicht so schlimm. Ja, Ruhe bewahren. So, aber was wir dennoch machen ist, wir werden heute neue CO2-Bags reinmachen. Nehme ich mal hier den einen raus. Zack. Und das mache ich jetzt nacheinander, weil ihr wisst, ich will die Scheiße nicht verkippen, deshalb gehe ich den jetzt mal eben leer machen. So, dann der andere. Zack. So, dann werden wir die schon mal hier aufschneiden. So, zack. Und hier auch nochmal. Zack. Dann hole ich warmes Wasser. So, einmal warmes Wasser rein. Ich habe das jetzt auf 80 Grad erhitzt. Aber ihr wisst, Leute, aus dem Wasser an reicht eigentlich 50 Grad oder so. Ungefähr halben Literchen rein. Ordentlich durchkneten. Oh, ist das heiß, Junge. Ganz überraschend, ey. Ha, dann kommt das schon mal oben hin. Zack. So, dann mache ich mir unten schon mal hier ein bisschen Platz. So, da wird das zweite Säckchen befüllt. So. Und das reicht mir eigentlich so schon. Finde ich eigentlich auch ein bisschen, oder gar nicht so schlecht, wenn hier der CO2-Bag quasi vor den Ventilator so ein bisschen der CO2 aufsteigen lässt. Weil wenn dann der Ventilator angeht, dann wird das sofort alles umgewälzt und deswegen ist das eigentlich ganz gut, Leute. Also ich lasse jetzt definitiv nochmal 2-3 Tage wirklich schön durchtrocknen, um wirklich sicher zu gehen, dass die Überbewässerung quasi ja vom Tisch ist. Und dann geht es wieder ganz normal in die normalen Gießzyklen ein. Und Junge! Das ist ja wie beim Onkel Hollywood hier mit den Effekten. Ich habe mir gedacht, Leute, ich nehme euch noch ein Stück weiter mit in diesem Video. Und jetzt sind wir nochmal 3 Tage weiter. Und ich habe nochmal 3 Tage weiter jetzt eben die Pflanzen richtig schön austrocknen lassen. Und ich zeige euch mal jetzt gerade, wie die Pflanzen aussehen. Die sind gerade trockener wie in eine Wüste von Gumbasi, ehrlich. Also die sehen jetzt gerade so aus, wie eure Pflanzen quasi nie aussehen sollten. Bild kommt rein und ihr seht jetzt auch die hintere komplett traurig, gerade vollkommen schlaff hier, die vordere sowieso schon, das war ja eine der Problempflanzen in Anführungsstrichen und auch die untere sieht natürlich auch komplett schlaff geradeaus. Das ist aber auch nicht schlimm, Leute, die sind jetzt einmal officially richtig schön durchgetrocknet. Also momentan könntest du mehr Feuchtigkeit an einem Reiskeks finden, sag ich mal. So, bevor wir aber jetzt ans Gießen gehen, ihr seht auch, wir haben hier eine ganze Menge gelbe Blätter an den Pflänzchen, ja. Das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, nur bis auf die Tatsache, dass die eben so ein bisschen die Ventilation unterbinden, also die Luftzufuhr und so weiter und das halt allgemein einfach scheiße aussieht. Und genau deswegen gehe ich jetzt auch mal hin und habe mir den Mülleimer hingestellt und werde einmal hingehen und alle gelben Blätter entfernen. Weiß nicht, wie viel ich euch davon sehen lasse oder so. Ist aber auch egal, ist jetzt auch nicht hochinteressant. Die meisten Blätter kommen einem da schon entgegen, wie hier. Zack. 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 2000 Jahre später. So Leute, da ich jetzt gerade sowieso bei einer großen Pflanzenwartung hier dabei bin, werde ich jetzt auch mal kurz hingehen und noch ein bisschen Erde nachfüllen, bevor wir gießen. So, neue Erde heißt natürlich ein bisschen neue Nährstoffe, wobei mir hierbei weniger um die Nährstoffe geht, sondern neue Erde heißt halt auch, wenn ich die jetzt oben noch drauf kippe quasi oder drauf tue, dass so ein bisschen mir das Gießen auch erleichtert wird. Weil die Erde, die jetzt da drin ist, ist halt knochentrocken und
wasserabweisend. Also die ist ziemlich wasserabweisend. Die Erde wird jetzt quasi versuchen, in Anführungsstrichen, weil sie eben so trocken ist, quasi gar nicht zu gewährleisten, dass die Flüssigkeit so richtig schön da durchdringt, sondern die Erde ist jetzt gerade quasi ein wasserabweisender Klumpen. Und wenn ich jetzt ein bisschen Erde oben zugebe, dann hilft das einfach dabei, das Wasser so ein bisschen besser in die alte Erde zu verteilen, so ein bisschen ja, mehr zu dosieren, so ein bisschen langsamer durchsickern zu lassen, anstatt dass, wenn ich direkt auf die alte Erde kippe und die Erde da quasi gegen das Wasser kämpft und das dann so ableitet, dass es irgendwie außen vorbeiläuft oder so. Und dafür ist dann auch die neue Erde so ein bisschen gut. Wer hätte gedacht, dass ich hier keine Sauerei mache, ehrlich. So Leute, ich habe zwar eine Riesensauerei gemacht, aber wir haben jetzt Erde wieder frisch hier an der an der Topfoberfläche, ja, wie man hier jetzt sehen kann. Ist auch ein bisschen optisch schöner, also ist auch was fürs Auge. So Leute, jetzt geht es natürlich darum, die Überbewässerung final zu überwinden. Ja? Ich habe die Töpfe jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, 4, 5, 6 Tage oder so wirklich komplett durchtrocknen lassen. Die haben von mir keinen Tropfen Wasser bekommen. So, das heißt, jetzt ist langsam kurz vor 12 und die Pflanzen brauchen definitiv jetzt Feuchtigkeit. Wir kümmern uns erst um die oberen Pflanzen, deshalb werde ich nochmal hier die Cam kurz ausfahren. Und die werde ich jetzt wirklich, wirklich vorsichtig gießen. Einfach um zu gewährleisten, dass vernünftig Feuchtigkeit eben auch an die Wurzel kommt und nicht irgendwie am Rand des Topfes sich durchquetscht und einfach durchläuft. Und ich leg mal los. Ne? Ich fange jetzt erstmal richtig schön mittig an. Langsam. Ja, eher tröpfchenweise als zu viel, weil sobald das nämlich dann auf die alte Erde trifft, läuft man Gefahr, wenn ich jetzt zu viel kippe, dass das einfach nur am Rand runterläuft. Macht sich aber dann sofort dadurch bemerkbar, weil es sofort unten aus dem Topf rauskommt. Und dann dürft ihr euch schon mal so langsam von den traurig aussehenden Pflanzen verabschieden, weil die wird es im nächsten Video nicht mehr geben. Hoffentlich. Ich werde jetzt gleich mal reinschreiben, wie lange der Gießvorgang hier tatsächlich gedauert hat, weil das wird locker mal 10, 15 Minuten dauern oder so. Für euch nach Schnitt natürlich nur eine halbe Minute oder sowas. So Leute, das war der letzte Schluck. Also, ich zeige euch nochmal hier die oberen Pflanzen. Also verabschiedet euch von diesen traurig aussehenden, hängenden Pflanzen, weil die werden wir in dem nächsten Video hoffentlich nicht mehr haben, Leute. Ja, also hier wirklich ganz deutlich zu sehen, wie die Pflanzen definitiv einmal richtig schön durchgetrocknet sind. Das Ganze sieht unten genauso aus. Wir haben auch hier neue Erde reingemacht. Auch hier ist bis unten hin, bis in den Unterteller quasi das Wasser rausgelaufen. Etwas sogar darüber hinaus, wie man hier sieht. Hier ist eine kleine Pfütze, ist aber auch nicht schlimm. Ja, damit beende ich das Video. Damit sind wir für heute durch und wir werden im nächsten Video sehen, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, Quatsch. Ob das jetzt quasi Früchte getragen hat und ob wir diese kleine Problematik mit der Über- bzw. Unterbewässerung überwunden haben, Leute. Ich sage danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder und werden dann sehen, ob es unseren Pflänzchen wieder ein bisschen besser geht. Haut rein und bis dahin.